Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Infovideo und einige werden es bestimmt schon gemerkt haben, wir haben das neue Kanaldesign aktiviert und zwar nicht, weil wir es gut finden, ich finde es immer noch scheiße. Jetzt kann man geteilte Meinung sein, ich mag es jetzt nicht, ich fand es andere besser, aber darüber kann ich mal ein Flame-Video machen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal kurz ein Infovideo drüber machen, zu sagen, was neu ist und was man da jetzt alles machen kann und dass ihr euch auf unserem Kanal besser zurechtfindet. Also zum ersten hier haben wir oben das Kanalbanner, das neue, dass man nur so weit editieren kann, dass man hier einen Facebook-Link, einen Google Plus-Link etc. einfügen kann und noch einen eigenen. Das werden wir irgendwann mal noch machen. Bis jetzt habe ich nur die Facebook-Seite verlinkt. Und dann, ja, sonst gibt es ja eigentlich nichts mehr. Hier seht ihr eure Let's Play-WG mit Heiko und Yannick und halt die ganzen Spiele. Und was sich bestimmt einige fragen werden jetzt ist, wie wir das gemacht haben, dass Profilbild nicht angezeigt wird. Das Profilbild wird angezeigt und zwar ist dieses LP hier, das haben wir bloß geschickt eingefügt, damit das Ganze übereinander greift. Dann haben wir hier die neuesten Videos hingetan, also dass ihr immer seht, was gerade hochgeladen wurde. Hier Let's Play Rouge Live und Let's Trash und Schlachenkommentar Fat Age. Also, das sind immer die neuesten Videos. Dann haben wir hier noch die Playlist Weg zum Shogun hinzugefügt, da muss ich allerdings noch Folge 12 und 13 hinzufügen. Und dann hier haben wir den Tag Total War reingetan. Ups. Jetzt, nee. Auf jeden Fall, das bedeutet, jedes Video, das den Tag Total War hat, wird hier angezeigt. Je nach Tag, also 5 Tage, 6 Tage, das ist schon nach Datum, aber wenn ihr zum Beispiel bloß Total War Spiele anguckt, dann geht ihr einfach auf die Playliste hier und dann wird alles mit Total War wiedergegeben. Dasselbe haben wir hier mit Rouge, da habe ich sämtliche Rouge, also alles, was im Titel Rouge hat, wird da angezeigt. Und dann da unten haben wir jetzt noch Live-Veranstaltungen, das bedeutet, wenn wir einen Livestream machen über Google Hangout, dann wird der hier angezeigt. Ich kann noch weitere Bereiche hinzufügen, aber ich denke mal, das reicht, das ist schon mehr als genug. Und ja, dann hier, das werden wir noch machen Yannick und ich einen Trailer, der wird dann automatisch abgespielt, sobald ein Nicht-Abonnent auf unseren YouTube-Channel geht. Und dann wird der automatisch abgespielt. Da können wir sagen, ja, willkommen auf der Let's Play WG, hier machen wir das und das und das und das. Das müssen wir aber noch machen, sobald Yannick wieder gesund ist und ich Zeit habe. Dann jetzt fragen sich bestimmt die meisten, ja, warum habt ihr aufs neue Kanalbanner gewechselt? Ja, ich habe jetzt drei Stimmen angewandt. Auf jeden Fall, das zum Ersten. Weil wenn man bei dem alten war, kann es irgendwie dazu aussetzen, dass man seine Sachen nicht gesehen hat, also wie viel Aufrufe, wie viele Abonnenten etc. Und wie hat Sinis das so schön formuliert? YouTube hat einen nicht mehr lieb, wenn man das alte Kanaldesign drin hat. Also das hat man daran gemerkt, wir haben, wo wir das alte gehabt haben, wirklich keine Aufrufe bekommen. 800 Aufrufe, Tag, 0 Abonnenten, 5 Tage lang. Ich habe das Kanaldesign vor 4 Stunden aktiviert und habe seitdem wieder 3 Abonnenten bekommen. Und deswegen haben wir das neue Kanaldesign aktiviert. Ich hoffe, das war mal genug Info für das Video. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Da werde ich ein extra Video machen. Also dann, ciao Leute.